Sie sind eingeschaltet auf dem Sportkanal vom Europäischen Sports Network. Eingraviert auf den Stanley Cup sind die Namen aller Spieler, die diesen Pokal schon einmal in Empfang nehmen konnten. Alle der ganz, ganz Großen im nordamerikanischen Eishockey sind mit von der Partie, oft mehrfach. Maurice, The Rocket, Richard, achtmal Gewinner des nordamerikanischen Titels. Gordie Howe, viermal im Laufe einer über 20-jährigen Karriere erfolgreich. Bobby Orrs Name ist zweimal auf dem Stanley Cup zu finden. Bobby Orr macht hier selbst das entscheidende Tor im entscheidenden Spiel 1972 gegen die St. Louis Blues. Und zuletzt Wayne Gretzky, viermal erfolgreich mit den Edmonton Oilers. Mario Lemieux war in den vergangenen fünf Jahren der dominierende Torjäger des Spiels. Sein Name aber fehlt noch im Kreise dieser Eishockey-Legenden. Das könnte sich mit Wirkung des heutigen Abends ändern. Können die Penguins in Minnesota den Sack zumachen? Die Antwort darauf live auf dem Sportkanal. Also, liebe Zuschauer, in diesem Jahr hat der Stanley Cup die Reise mit den beiden Endspielteams gemeinsam angetreten. Zeichen dafür, dass die Pittsburgh Penguins nur noch einen Sieg entfernt sind vom Titelgewinn. Und heute Nacht im Metz Sports Center von South Bloomington, Minnesota, wenn alles nach Pittsburgher Plan läuft, den Stanley Cup in Empfang nehmen können. Vielleicht ist dieses also das letzte Match der Saison 90-91. Fest steht, dass dies das letzte Heimspiel der Minnesota North Stars ist. Ein Match, das gleichzeitig die letzte Chance der North Stars auf den Gewinn des Stanley Cups repräsentiert. Und wir sehen uns nun noch einmal in der Zusammenschau die Ergebnisse der ersten fünf Spiele an. Die North Stars mit einem etwas überraschenden Auswärtssieg in Pittsburgh. In Spiel 2 fighteten die Penguins auf heimischem Eis zurück. Minnesota gewann Spiel 3 und dann zwei etwas glückliche Siege für die Penguins, insbesondere in Minnesota. Bei 5:3 waren die Penguins in der Schlussphase doch recht deutlich mit Fortuna im Bunde. 3:2 Führung also für die Pittsburgh Penguins. 23 Mal in den Stanley Cup Annalen ging eine Endspielserie zumindest bis ins sechste Spiel. Und 19 von 23 Mannschaften, die mit 3:2 Spielen zu diesem Zeitpunkt in Front gelegen hatten, konnten am Ende auch den Stanley Cup in Empfang nehmen. Das letzte Comeback nach einem 3:2 Rückstand datiert aus dem Jahre 1971, Montreal gegen Chicago. Einer der Spieler der Pittsburgh Penguins, der nach anfänglichen Formschwächen in spektakulärer Manier in das Spiel seiner Mannschaft zurückgefunden hat, das war Mark Recchi hier von unseren amerikanischen Kollegen nach Spiel 5 interviewt. Zweimal eigentlich machten die Pittsburgh Penguins in aufeinanderfolgenden Spielen den identischen Fehler, gingen zwar früh in Front, aber ließen sich ein bisschen hängen nach dieser frühen Führung und erlaubten dem Gegner wieder ins Spiel zurückzukommen. Mark Recchi hat das ebenfalls so gesehen und weiß natürlich auch, dass die Penguins heute Abend sich ähnliche Fehler, ähnliche Schwächen wohl nicht noch einmal werden erlauben können. Frank Pietrangelo mit alles in allem unter dem Strich doch recht guten Leistungen in Spiel 5. Sein Beitrag zum Erfolg wird ihn noch einmal gewürdigt von seinem angreifenden Mannschaftskollegen. Für Mark Recchi war dies natürlich eine Traumsaison, avanciert zum Kreis der ganz, ganz gefürchteten Stürmer in der Liga. Mit einem hervorragenden Jahr in der regulären Saison 40 Tore erzielt. Das war die Höchstmarke seines Teams in Abwesenheit von Mario Lemieux. Und Mario Lemieux zurück in der entscheidenden Schlussphase der regulären Saison, zurück für die Playoffs. Kann hier John Casey, den Torhüter der Minnesota North Stars, bezwingen. Sehen das Tor noch einmal. Casey vielleicht nicht ganz unbeteiligt an diesem Treffer.
der Kemper ein bisschen müde geworden nach zum Teil fantastischen Leistungen in den ersten Runden der Playoffs. Ersetzt in Spiel 5 durch Brian Hayward. Und Hayward konnte überzeugen, hatte ein paar hervorragende Szenen, wie hier unter Dauerdruck im Kreuzfeuer der Pittsburgh-Angreifer konnte Hayward beweisen, dass er mehr ist als nur Ersatz. Konnte die Position halten und dafür sorgen, dass seine Nordstars ins Spiel zurückfanden. Aber im Moment sieht es so aus, als ob Bob Gainey für das heutige Spiel erneut John Casey den Vorzug gegeben hätte. Was sicherlich nicht nach dem Geschmack aller Fans der Minnesota Nordstars ist. Und was einige neutrale Beobachter sicherlich überrascht hat nach den hervorragenden Leistungen von Brian Hayward im Spiel 5. John Casey und Brian Bellows insbesondere sind zwei Spieler, die heute Abend unbedingt zu ihrer Glanzform zurückfinden müssen. Soll es den North Stars gelingen, ein Spiel 7 in Pittsburgh zu forcieren. Casey, wie gesagt, mit doch recht deutlichen Schwächen in Spiel 5. Zumindest das Tor von Lemieux, das Sie eben gesehen haben, muss auf seine Kappe gehen. Und in ein paar anderen Szenen hatte Casey ebenfalls nicht seine Bestform mitgebracht. Bellows ohne Tor in den letzten 7 Spielen. Auch von seiner Leistung wird heute viel abhängen. Zunächst haben, liebe Zuschauer, die amerikanische Nationalhymne. And bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, came proof through the night that our flag was still there. Zurück also heute Nacht, liebe Zuschauer, im Met Center von Bloomington, der Heimat der Minnesota North Stars, wo die heimischen North Stars immerhin 8 von 10 Playoff-Spielen gewinnen konnten. Don Kohaski ist der Schiedsrichter der heutigen Partie, für ihn der 2. Einsatz in diesem Jahr in einem Stanley Cup Endspiel. Wir haben schon über die Torhütersituation gesprochen. Beide Stammtorhüter ja ersetzt in Spiel 5, der eine wegen Verletzung, der andere wegen Formschwäche, aber beide sind heute wieder mit von der Partie von